Als letztes im Kapitel über die Wechselrichter möchte ich jetzt noch kurz auf alternative Halbbrückenzweige eingehen. Das heißt, für höhere Leistungen können wir Wechselrichter vorteilhaft mit mehr als 2 Spannungsleveln einsetzen. Das heißt, man kann bei niedrigerer Schaltfrequenz einen Sinus mit geringerem Oberschwingungsanteil erzeugen. Tatsächlich gibt es dort unterschiedliche Konzepte. Hier sollen bloß 2 betrachtet werden. Diese trifft man eher an dann in einem höheren Leistungsbereich und bei höheren Spannungen. Das heißt, sobald wir in einen Ausgangsspannungsbereich kommen von mehreren 100 bis wenigen Kilovolt, werden wir diese Wechselrichtertypen haben. Als erstes dieser Neutral Point Clamped Inverter, eine 3-Level-Topologie, die jetzt vom Prinzip her in der Lage ist, an den Ausgang entweder die positive Ausgangsspannung plus UD zu schalten für UA oder den Spannungswert 0, das heißt den Minuspol. Sie ist aber auch in der Lage, über diese mittleren Transistoren und die Klemmdioden, die auf den Mittelpunkt gehen, an der Stelle auch die Mittelpunktspannung UD halbe, die sich hier an diesem Punkt ergibt, rauszuschalten. Das heißt, wenn S1 plus und S2 plus einsetzt, kriegen wir plus UD. Dann ist sozusagen der obere Leiter mit dem Ausgang verbunden. Sind S1 minus und S2 minus durchgesteuert, kriegen wir die negative Ausgangsspannung bzw. 0 Volt am Ausgang. Wenn man aber bloß S2 plus und S2 minus einschaltet, beide gleichzeitig, dann wird unabhängig von der Richtung des Laststromes, der hier rausfällt, eine dieser beiden Klemmdioden leiten und damit diesen Mittelpunkt verbinden mit der Ausgangsklemme und wir kriegen ein drittes Spannungslevel UD halbe jetzt und können damit, wie gesehen bei dieser unipolaren PWM beim Vollbrückenwechselrichter, die Welligkeit am Ausgang nochmal deutlich reduzieren. Ein zweites Konzept, was ähnlich ist, ist der sogenannte Flying Capacitor Multilevel Inverter. Dort haben wir hier auch so 4 Halbleiterschalter in Serie geschaltet. Statt dem Klemmen über 2 Dioden auf einen kapazitiven Spannungsteiler haben wir hier aber eine Kapazität parallel zu den inneren Transistoren geschaltet. Und auch hier ist man jetzt in der Lage, 3 Ausgangsspannungslevel rauszuschalten. Das heißt, wenn S1 plus und S2 plus eingeschaltet sind, schaltet man die Spannung plus UD an den Ausgang. Dann fließt der Strom hierüber. Wenn wir S1 plus und S2 minus einschalten, werden wir eine Ausgangsspannung kriegen, die die Differenz ist UD minus der Spannung an diesem Kondensator. Das heißt UD minus UD halbe, wenn man es richtig einstellt. Also plus UD halbe am Ausgang. Dann fließt sozusagen der Strom in dieser Richtung. Wenn wir S2 plus und S1 minus einschalten, dann fließt der Strom in den Ausgang zum Beispiel über diesen Pfad. Und wir haben dann hier den Kondensator C an den Ausgang geschaltet mit der Spannung plus UD halbe. Das heißt, wir haben hier 2 Zustände, wo wir den Zustand plus UD halbe rauskriegen. Und wenn wir hingegen S2 minus und S1 minus einschalten, haben wir den Stromflusspfad über die beiden unteren Transistoren und damit haben wir die Spannung 0 Volt rausgeschaltet. Das heißt, wir haben auch hier die Möglichkeit, 3 Spannungslevels rauszuschalten. Das Interessante ist jetzt, wir hatten 2 Möglichkeiten, um die Spannung plus UD halbe rauszuschalten. 1, wo sozusagen über die Versorgungsspannung der Strom durch den Kondensator fließt. Da in diesem Zustand wird bei positivem Ausgangsstrom IA größer als 0 der Kondensator aufgeladen werden. Und einen zweiten Zustand, wo der Strom nur aus dem Kondensator rausfließt. Und hier wird für IA größer als 0 der Kondensator entladen werden. Das heißt, tatsächlich kann man diese beiden Level in der Mitte benutzen, um die Kondensatorspannung einzustellen, den Kondensator zu entladen oder aufzuladen. Das ist auch nötig, damit man hier im Normalbetrieb diesen Kondensator in etwa auf eine Spannung auflädt, die der halben Versorgungsspannung entspricht.